ganz gern draußen und ich mag halt das gern, ob jetzt, also ob schlechtes Wetter ist oder schönes Wetter ist, ich mag es total gern draußen. Und ich kann auch, wenn ich zu lang drinnen bin, das geht gar nicht, ich muss immer raus. Das Pferd bedeutet für mich total viel. Sie ist wie eine Freundin für mich. Sie ersetzt mir auch teilweise einfach auch die Beine. Und mit ihr komme ich wohin, wo ich sonst auch nicht hinkommen würde. Und, ja. Mein Gott, was bedeutet Behinderung? Das ist ein Handicap, sag ich immer, aber es ist halt eine Herausforderung. Also ich sehe es als Herausforderung und ich glaube, in meinem Alter ist es ein bisschen schwierig, so mit anderen Jugendlichen und dann auch irgendwann mal Freunden und Männern, weil das halt für die komisch ist. Aber für mich selber leide ich eigentlich nicht darunter, nein. Polig ist für mich, ja, die sind schon fast teilweise zu Freunden geworden, die mir eigentlich immer geholfen haben, egal ob das jetzt Sattel, Gärten, Halter, Prothesen, die sind eigentlich immer für mich da. Die begleiten mich, seit ich 9 Monate alt bin, ungefähr. Und seitdem bin ich da und ja, ist auch nett, weil man die Leute halt kennt. Ich kenne vom Herrn Schäfer bis über den Herrn Polig eigentlich da jeden und das ist halt echt schön dort. Ich bin eigentlich komplett total selbstständig. Ich brauche eigentlich so gut wie gar keinen. Es gibt halt so Sachen wie Haare frisieren oder Haare waschen, das ist ein bisschen schwierig, aber sonst kann ich eigentlich alles selber und ich kann ja nicht immer auf irgendwen angewiesen sein. Meine Eltern fahren ja auch mal in Urlaub oder so, da kann ich dann nicht irgendwie wen brauchen immer, das geht nicht. Ja, ich habe die Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, war jetzt 3 Jahre bei Timezone, das ist eine Modefirma und war eigentlich in allen Abteilungen, vom Vertrieb bis in Einkauf bis Marketing. Auch Produktdesign und habe halt da viel am Computer, aber auch mit Kunden international und national gearbeitet und ja, war recht interessant. Manche waren ein bisschen unsicher mit mir, weil sie nicht genau wussten, was ich kann oder was sie mir zutrauen können, aber es hat sich dann eigentlich total gut eingefunden und die Kollegen waren dann auch oft ganz dankbar. Irgendwie, wenn ich dann wieder weg war, haben ganz viele gesagt beim Bewertungsgespräch, ja, es war für sie total lehrreich, weil man mich ja eigentlich genauso einsetzen kann wie jeden anderen. Ja, ich gehe hin und wieder noch ganz gern schwimmen, aber das ist eher so, ja, ist halt mit vielen Leuten und so, ist nicht so mein, aber ich mache es hin und wieder ganz gern. Radfahren mit dem Liegerad, mit dem Hund, Agility, das ist über so Hürden springen, alles was draußen ist und am besten noch mit Tieren und auch mit Freunden, abends weggehen, feiern, ja, bin da recht vielseitig. Ja, schauen ziemlich viele Leute, die drehen sich auch oft um. Ich versuche die dann einfach anzulächeln und mir zu denken, haha, ist alles gut. Und ja, die sollen halt schauen. Ich würde auch, also wenn jetzt an mir wer vorbeiläuft, der anders ist, schaue ich auch. Mir wird es halt dann bewusst, dass ich anders bin. Das finde ich dann schon in dem Moment ein bisschen blöd, aber eigentlich geht es dann recht schnell wieder. Ich wünsche für die Zukunft einen schönen Job, der mir auch gefällt. Mit meinem Pferd erfolgreich bleiben oder noch erfolgreicher werden. Und also für die lange Zeit dann auch gerne mal eine Beziehung oder halt mehr Freunde.
Vielen Dank an Julia Porzelt mit ihrem Der Rahmen Gold. Das Der Rahmen Gold war der Vater. Das Pony heißt Lettenhofs Lovely Davis. Und die Wertnoten in der A-Note eine 8,0 und in der B-Note eine 8,5. Hallo.